Spannend geht es weiter mit das schwarze Auge und Satinavs Ketten. Wir sind mit Gerun und Nuri gefangen und eine Kreatur versucht uns zu bekommen. Ich muss immer noch herausbekommen, wie ich hier jemals rauskomme. Da ich gerade am Stück spiele, weiß ich immer noch nicht, was diese zwei Sachen bedeuten. Das eine ist, ich wünsche, das andere ist, ich weiß nicht, reparieren? Aber reparieren ist schon nicht wünsche. Das andere ist irgendwas anderes. Kann mich nur gerade nicht erinnern. Ist, ich weiß nicht, wie wichtig das jetzt gerade ist. Aber gut, gucken wir mal nochmal hier raus. Irgendwie muss ich das Zugpferd, glaube ich, einfach mal in Gang kriegen. Könnte ich mir vorstellen. Los, beweg dich! Genau, aber wie? Oder in die Böschung? Geht hier was mit der Böschung? Die war ja vorher aktiv. Nee, geht auch nicht. Ich kann nur wieder in den Wagen. Er versucht, hier reinzukommen. Das Zugpferd kann ich aber noch ansprechen. Ich schnappe mir einen Holzschnapper erst. Das Licht scheint die Kreaturen abzuschrecken. Sie ist tot. Mhm. Kann dein Zauber... Wozu? Die heilen... Also, Nuri kann den nicht heilen. Natürlich nichts. Das war vorhersehbar. Da hilft wohl schon. Kann sie die Dingsbums heilen? Nee. Tja, ich muss vielleicht von innen doch Warum was machen. Warum ist immer alles unerreichbar? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem hier, muss ich sagen. Aber irgendwie... Diese Gliederpuppen, die verwirren mich halt die ganze Zeit, was ich mit dem machen soll. Und dass ich nochmal Magnesium nehmen kann. Ich würde den ja einen Kopf abschnibbeln und einfach nochmal Magnesium reinhauen und dem das Zeug ins Gesicht pfeffern. Oder einfach das Messer durch die Löcher hier stecken. Aber das alles will er nicht machen, um sich zu wehren. Von daher weiß ich nicht. Mit dem Riegel oder Vorhang nochmal. Was hat's gebracht? Oh. Dann sieht er mich. Ach so. Alles klar. Haha. So, und jetzt schnell. Ja, und warum hat er das jetzt nur gemacht, wenn der Vorhang vor ist? Ich habe keine Ahnung. Wie soll ich da rankommen? Mit dem Messer? Los, beweg dich. Hm. Die ist schon gelöst. Also die Bremse ist gelöst, dann müssen wir nur noch das Zugpferd in Gang kriegen. Mein Arm ist zu kurz. Komm schon, lass dir was einfallen. Natürlich. Die ist schon... Hm. Dann doch wieder zurück. Gehst du überhaupt zurück? Irgendwie geht er nicht mal zurück. Wir bleiben hier draußen stehen. Es muss auch so gehen. Lagerfeuer und das alles geht auch gar nicht mehr. Was wollt ihr denn dann von mir? Ich wünsche, Nuri. Kann dein Zauber auch Tiere heilen, Nuri? Wozu? Die heilen... Genau, die heilen sich selber. Kann dein... Wozu? Die heilen... Unbeschädigt. Er geht auch nicht mehr rein. Was? Peitsche! Gerun! Ich beeile mich ja. Da ist eine Peitsche, die habe ich gar nicht gesehen. Jawohl. Los geht's. Ich schaffe das, Nuri. Gerun! Ich schaffe das. War es nicht das Schicksal, das ihn trieb? Der Seher hatte sie aufgespürt. Für den Augenblick waren sie ihm entkommen. Doch seine Kreaturen würden nicht ablassen, sie zu jagen. Wer sollte ihnen jetzt helfen? Wenn die Harfe des Sehers erklingt, wird Andergast untergehen, hatte Gwendlin gesagt. Und die Fee ist der Schlüssel. Gerun musste mehr über all das herausfinden. Der Feenforscher blieb seine einzige Hoffnung. Nuri am Leben zu lassen, war richtig gewesen.
Davon war er fest überzeugt. Selbst seine dunkelsten Träume offenbarten ihm nicht, welches Leid diese Entscheidung bald über seine Heimat bringen sollte. Aber hätte er wirklich anders entschieden, wenn er es gewusst hätte? Und dir geht es auch wirklich wieder gut? Frag nicht dauernd. Ich bleibe nicht im Wagen. Seit Tagen war ich da drin. Und die bleichen Männer verfolgen uns auch längst nicht mehr. Also schön. Aber über deine Zauberei unterhalten wir uns noch. Schau, ein Mensch! Was tue ich hier nur? Auf der Flucht habe ich eine Errungenschaft bekommen. Das ist ja schön, wir haben es geschafft. Viele Sachen waren dann doch eigentlich gar nicht so schwer, aber zum Beispiel so Kleinigkeiten wie die Peitsche hatte ich gar nicht gesehen. Aber na gut, irgendwie kommt man ja doch immer durch und ich finde, wir kommen auch dennoch gut voran. Also würde ich sagen, Ritter Zornbold, auch von dem haben wir auch schon gehört. Dann, reden wir mit dem doch mal. Rondra zum Gruße, Herr Ritter. Könnt ihr uns sagen, wo wir hier sind? Das ist das Taschgebirge. Tasch. Dann sind die Blutzinnen nicht mehr fern? Für einen fahrenden Ritter nur ein kurzer Abstecher. Für einen Bauernjungen und ein Frauenzimmer ist es noch weit. Ich bin kein Bauer. Mädchen, lass dich in dieser Gegend besser von einem richtigen Mann beschützen. Was denn für ein Mann? Ich bin Bogumil Zornbold, Ritter von Andergast. Zu euren Diensten, schöne Dame. Ich bin Nuri. Das ist mein Freund Geron. Nuri also? Ein ungewöhnlicher Name. Aha, das ist also Ritter Zornbold. Ich mag ja übrigens auch gerade, was hat er gesagt, Rondra zum Gruß. Ich mag solche Kleinigkeiten irgendwie, die ganze Welt anschaulicher machen und so lebendig wirken lassen. So ähnlich ist es ja auch ein bisschen bei Game of Thrones, so diese, wenn die Leute halt so Redefloskeln auch schon haben und das Schwarze Auge hat ja auch eine große Welt als Hintergrund. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich auch echt gerne in Spielen mag oder auch in Büchern und Filmen. Das macht das Ganze echt so echt halt. Das finde ich toll. Ritter im Taschgebirge. Was verschlägt denn einen Andergaster Ritter ins Taschgebirge? Im Auftrag des Königs habe ich die Orkstämme in den Blutzinnen im Auge behalten. Ihr seid durch die Blutzinnen gereist? Sicher, doch nun muss ich zurück nach Andergast. Unter den Zolochai ist Unruhe ausgebrochen. Ich muss König Ephadan umgehend davon berichten. Wir brauchen Ausrüstung. Ein Seil, Decken, Proviant, alles was nützlich ist. Gewöhnlich bekommt man hier sowas bei Gram. Aber der Dickschädel versteckt sich in seinem Haus und macht nicht Mu, nicht Mäh. Diesem Halsabschneider würde ich ohnehin nicht trauen. Hast du gehört, Gram? Du Halsabschneider! Seid ihr in den Blutzinnen einem Gelehrten begegnet? An einem roten See? Roter See? Nein, aber wenn er von Süden kam, muss er hier vorbeigekommen sein. Warum versteckt sich dieser Gram denn? Der Ochse will nicht zugeben, dass ich im Recht bin. Im Recht? Im Recht. Er weigert sich, seine Schulden bei mir zu begleichen. Was für Schulden? Er hat mein Pferd auf dem Gewissen. Hat ihm verdorbenes Futter gegeben, da ist es elendig verreckt. Ich bin in Eile und allein auf Schusters Rappen komme ich nicht voran. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen. Okay, Gauklerwagen verkaufen. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Ja, okay. Überlegt, dann sage ich... Ja, alles klar. Entschuldigung. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und Rondra, mit dir. Genau. Ja, das hatte ich gerade eben schon angeklickt. Mechanik. Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Okay, Sturmglocke. Wir können auch wieder in unseren Wagen hineingehen. Und wir können auch da vorne weiter, aber das macht er wahrscheinlich noch gar nicht, nehme ich mal an. Fensterladen. Hallo. Aussichtslos, mein Junge. Zwergenarbeit.
Dann müssen wir bestimmt mit der Glocke irgendwie hier arbeiten. Wenn er die hört, kann ich mir vorstellen, dass er dann rauskommt oder so. Wäre ja eine Idee. Hier im Gebirge schreckt so eine Glocke doch meilenweit alle Vögel auf. Ja, dann hört der das doch da drinnen bestimmt auch. Ach, da ist unser Rabe ja wieder. Habe ich gar nicht gesehen. Rabe? Nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Ich versuche es. Du? Mal schauen. Aktuelle Situation. Wir sind den Kreaturen des Sehers entkommen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt liegt es wieder in unseren Händen. So, so, das Schicksal. Was ist das denn, das Schicksal? Der Wille der Götter. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Nein. Nein. Aber wer fest genug an seine Ziele glaubt, dem helfen die Götter. Das dachte Isida sicherlich auch. Dein Zynismus hat sie nicht verdient. Was ich nur sagen wollte, noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Satinav? Erzähle mir mehr über Satinav. Man kennt ihn unter vielen Namen. Der 13-Gehörnte, der Unaufhaltsame, der Steuermann des Zeitenschiffs. Einst war er ein mächtiger Magier oder gar Halbgott. Die Götter ketteten ihn zur Strafe an das Schiff der Zeit, weil er Herr über seine eigene Zukunft werden wollte. Das heißt, die Götter wollen nicht, dass man sein Schicksal selbst bestimmt? Wie Satinav sind wir Sterblichen Gekettete der Zeit. Dann werde ich diese Ketten eben sprengen müssen. Neues von den Kreaturen. Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Sehers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger gesehen. Gut. Aber das muss ja nichts heißen. Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Okay. Ich schaue mich mal weiter um. Ich hoffe, die sind uns nicht auf den Fersen gerade. Wäre jedenfalls ein Moment der Ruhe. Finde ich gut. So, Mechanik, Mechanik. Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Wir haben auch nur ein Messer. Vielleicht haben wir ja da drinnen etwas, was wir nehmen können aus unserem Wagen. Vielleicht diese Gaukler-Faden-Gliederpuppen-Dinger. Okay, hier sieht's nicht mehr so aus wie gerade eben. Oder am Anfang der Fahrt. Schellenstab. Was er sich jetzt alles hier nimmt. Deckel. Ich nehme einfach alles mit. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Macht man sowieso bei Point-and-Click-Spielen immer alles, was man mitnehmen kann, nimmt man, weil man nie weiß, wozu es noch gut ist. Nie wieder wird die Puppenspielerin diese Geschichte erzählen. Und ich bin schuld. Vielleicht bringe ich wirklich Unglück. Ach, das war nicht deine Schuld, Geron. Jetzt habe ich aber alles Mögliche schon eingesammelt. Reicht das? Oder reicht es noch nicht? Nicht mal ein kleiner Schnitt. Er will sie einfach nicht zerschneiden. Egal was, wann und in welcher Situation. Ich sehe schon. Zügel. Ah, die könnten auch nützlich sein. Habe ich jetzt alles? Ich weiß ja nicht. So, nun geh mal wieder raus. Was kann ich machen? Es ruckelt gerade übrigens ein bisschen, das tut mir leid, weil ich nehme gerade wieder auf meine andere Festplatte auf, weil die andere voll ist und dann läuft das auf der immer nicht so gut. Aber es sollte gehen. Und zwar haben wir jetzt Zügel, Trommelschlägel, Zinnflasche und Deckel und Schellenstab. Können wir mit den Zügeln vielleicht hier was basteln?
Jawohl, das funktioniert sogar, das finde ich gut. Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Also das hat schon mal geklappt, das ist das ja... Das Rad drehen kann man auch nicht. Nee. Irgendjemand hat die Kurbelstange entfernt. Da, warte, da hab ich doch was im Petto jetzt. Jetzt mach mal schneller hier, auf zu stocken. Stellenstab, den können wir doch vielleicht nehmen. Haha. Passt genau. Das war jetzt nicht so schwer. Einfach alles aus dem Wagen einsammeln und ranpacken. So, wenn das jetzt nicht langsam wieder aufhört zu ruckeln, muss ich langsam Cut machen, weil so kann ich nicht weiterspielen. Ah, komm. Ich weiß auch gar nicht, warum das immer so... Kannst du es nicht einfach kurbeln jetzt? Geht das nicht? Und dann klingel mal ordentlich. Mach mal Dampf. Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Nee, ich bin's nur. Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind. Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg. Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Was willst du, Geron aus Andergast? Ach, da ist so einiges, glaube ich, was wir von ihm gebrauchen könnten. Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Streit mit Ritter. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Nachhaken. Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist der schon okay. Gut? Feenforscher. Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter? Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja. Ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Sehr doof. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Ausrüstung, Feenforscher Nachhang bringt ja beides nichts. Ich lass dich wieder in Frieden. Tja, das ist ja auch nicht so super gelaufen. Was mache ich stattdessen? Aber wenigstens bleibt er draußen, das ist ja schon mal was. Oh, Fiole. Kann ich mir die klauen? Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bart blau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft Oha. Und Dunkelheit? Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Tatsächlich, das ist aber mal gut zu wissen, weil wer weiß, wozu das gut ist. Was ist hier oben? Ein Beerenstrauch? Unerreichbar. Vielleicht mit dem Speer oder so? Naja, ich weiß gar nicht, wofür ich das gerade brauche. Aber wer weiß. Mit Nuri reden, vielleicht nochmal mit dem Ritter Zornbold reden? Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Pferd gegen ein Goldstück. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück.
Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Pferd gegen ein Goldstück zu Nuri. Ausrüstung. Was? Sag ich das nochmal erstmal? Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchst alles da nur abgemacht. Nein. Also. Was ist dann das hier? Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nuri. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Zu Nuri sitzen fest. Zu Nuri dunkle Kreaturen, Nuri an Zuhause erinnern. Ah, zum Ritter Hilfe für Nuri. Ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Wir versuchen so ein bisschen seine Schwachstelle rauszukriegen. Alles hat mit Nuri zu tun. Wie kriegen die sie denn am besten? Bestimmt an Zuhause erinnern. Aber irgendwie, vielleicht dunkle Kreaturen? Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein. Nee, das war's nicht. Aber dann bestimmt das mit dem Zuhause. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Zu Nuri sitzen fest. Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nuri? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Ausrüstung des Ritters. Ritter kauft Ausrüstung, ein Goldstück für das Pferd. Kauft ihr uns die Ausrüstung bei Gram? Dann bekommt ihr unser Pferd und es wäre ein... Auf keinen Fall. Mit dem Knauser mache ich nicht ein Geschäft mehr. Er verlangt doch nicht etwa ein Goldstück für etwas Ausrüstung? Ha! Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nuri wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Das fand Geron auch nicht so. Das hätte er nicht so toll gefunden. Alles klar. Jetzt haben wir unser Goldstück. Das ist ja schon mal toll. Immerhin schon mal eins von zweien sozusagen. Vielleicht hilft uns das ja schon mal weiter im nächsten Part von das schwarze Auge Satinas Ketten. Sehr schön, dass wir entflohen sind und sieht wunderschön hier aus, muss ich sagen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.